Ich glaube, das ist ja das, was Dennis Gansel und Peter Torwart auch sozusagen mit dem Drehbuch letztlich versuchen zu zeigen, dass es genau hier heute mit den heutigen Bedingungen, die Jugendlichen haben sich ja schon verändert und in eine andere Richtung entwickelt. Die kannst du nicht mehr vergleichen mit den Leuten aus den 70er und 80er Jahren. Und ich glaube, das wollen sie zeigen, dass natürlich es andere Probleme gibt, andere Sorgen gibt, es gibt andere Medien, aber dennoch sind Schüler oder sind Massen überhaupt manipulierbar und eben auch faschistoid. Also sie haben es ja letztendlich in die heutige Zeit übertragen und machen das deutlich. Insofern gehe ich den Gedanken mit und sage, ja doch, ich denke, dass das geht. Spannende ist ja hier jetzt für meine Figur, dass sie erstmal ihren Mann unterstützt in dem, was er vorhat, dass er Schülern auch was aufzeigen will. Und das ist natürlich, das finde ich als Lehrerin und Frau von Rainer natürlich erstmal gut, interessant und auch richtig, dass das nachher eskaliert und dass Rainer sozusagen ja auch, soll ich sagen, manipulierbar ist oder die Kontrolle letztlich verliert und darin so aufgeht, das kann eben letztlich niemand wirklich voraussagen, wie charakterstark man auch ist.